Smart Duvet. Lange dachte man, das Bett sei ein Möbelstück, das nicht verbessert werden könnte. In den letzten Jahrzehnten haben moderne Ingenieure und Entwickler jedoch das Gegenteil bewiesen. Heute findet man auf dem Markt Betten, die ein grundlegend neues Schlafgefühl und ein gesteigertes Wohngefühl bieten. Eines davon ist Smart Duvet. Das wichtigste Merkmal dieses Bettes ist die Unterteilung der Oberfläche in zwei unabhängige Zonen. Wenn eine Person gerne im Kühlen schläft, kann sie die Klimaregelung so einstellen, dass seine Seite die ganze Nacht abkühlt, zum Beispiel auf 18 bis 20 Grad Celsius. Gleichzeitig mögen es andere gerne warm. Sie können so ihre Hälfte einstellen, dass sie aufgewärmt wird, zum Beispiel auf 24 Grad Celsius. Man muss sich also nicht mehr stören oder in Unbehagen schlafen, um den Partner zufriedenzustellen. Darüber hinaus spart das System Strom. Heizungen und Klimaanlagen können nachts ausgeschaltet werden. Die angenehme Temperatur wird genau dort gehalten, wo die Menschen schlafen. Eine weitere nicht weniger nützliche Funktion des Smart Duvet Bettes ist es, dass es das Bettmachen übernimmt. Die Entwickler kümmerten sich auch um das Luftzirkulationssystem. Damit ist die Bettwäsche immer trocken, was das Infektionsrisiko durch Bettwanzen verringert. Der Preis variiert zwischen 279 und 369 US-Dollar je nach Größe. HiCan. Dieses Bett erfüllt laut seinen Entwicklern drei wichtige Funktionen. Erstens hilft es, sich gut zu fühlen. Die Garantie für einen gesunden, vollen Schlaf ist ein Gefühl der Entspannung. HiCan sorgt für Sicherheit, da alle Seiten des Bettes von Vorhängen verschlossen werden. Gleichzeitig kann man gedämpftes Licht oder entspannte Musik einschalten und den Bereich mit einem angenehmen, beruhigenden Aroma füllen. Zweitens unterstützt das Bett die Gesundheit. Es trackt unsere Schlafqualität, misst die biometrischen Parameter des Menschen, die Lufttemperatur und den Geräuschpegel. Dann speichert das Bett alle Infos in einer Smartphone-App. Es gibt außerdem eine intelligente Alarmfunktion und eine Funktion, die das Schnarchen verhindert. Drittens erfüllt HiCan eine Unterhaltungsfunktion. Direkt vor dem Bett befindet sich ein Bildschirm, auf dem man Filme und verschiedene Shows ansehen kann. Der Klang wird von allen Seiten des Bettes auf den Betrachter gerichtet. Dadurch entsteht das Gefühl, dass man sich im komfortabelsten Kino der Welt befindet. Der Preis für HiCan beträgt ab 40.000 US-Dollar aufwärts. The Ultimate Bed. Nicht jedes Möbelstück verfügt über die Funktionalität, die The Ultimate Bed von The Lux Bed Co., einem britischen Unternehmen, bietet. Es benötigt etwas mehr Platz als ein Bett in der Standardgröße. Der Nutzer erhält jedoch einen Tresorraum, ein Bücherregal, zusätzliche Sitzgelegenheiten und einen Safe. Der Nachttisch kann in die Höhe fahren. Auch eine Lampe und eine Platte zum Aufladen von Gadgets sind eingebaut. Dieses Bett spielt sogar Musik mit zwei Lautsprechern ab. Alle Oberflächen sind mit weichen, angenehm anfühlendem Samt versehen. The Ultimate Bed kann für 800 US-Dollar gekauft werden. PodTime. Das ist ein Bett, das speziell für öffentliche Räume entworfen wurde. Der Hersteller bietet drei optimale Möglichkeiten an, zum Beispiel für das Büro. Wissenschaftler haben gezeigt, dass ein kurzes Nickerchen tagsüber viele Vorteile hat. Zum einen kann man damit den Schlafmangel ausgleichen, wenn man nachts nicht genug geschlafen hat und so sein Wohlbefinden verbessern. Zweitens verbessern sich nach einer kurzen Schlafphase die Stimmung, die Reaktionsgeschwindigkeit, das Gedächtnis, die Aufmerksamkeit und andere kognitive Funktionen. Deshalb betrachten viele Unternehmen den kürzeren Schlaf als eine Möglichkeit, die Produktivität des Angestellten zu steigern. PodTime eignet sich perfekt, um sich 15 bis 20 Minuten lang auszuruhen. Man kann sich einfach hinlegen, entspannen, lesen oder Musik hören. Der zweite vorgeschlagene Verwendungsort sind Flughäfen und Bahnhöfe.
In der Podtime-Kapsel kann sich der Reisende zwischen den Flügen zurückziehen, Filme anschauen und die Zeit totschlagen. Um Podtime an Flughäfen oder Bahnhöfen verwenden zu können, muss die normale Matratze zu einer weichen Matratze geändert und noch ein Bettwäscheset hinzugefügt werden, weil sie auch in Hotels und Hostels verwendet werden kann. Viele Podtime-Kapseln können zu einem ganzen Kapselhotel werden. Im Inneren findet man alles, was man zum Schlafen und Ausruhen benötigt. Die Kosten für eine Kapsel betragen ab 4.400 US-Dollar aufwärts. Bumblebee Spaces Bed. Moderne Menschen bevorzugen zunehmend kompakte Wohnungen mit äußerst bescheidenem Wohnraum. Die Raumorganisation erfordert daher viel Einfallsreichtum. Aus diesem Grund erfinden Möbelhersteller weltweit neue Möglichkeiten, um Platz zu sparen. Experten der amerikanischen Firma Bumblebee Spaces bieten beispielsweise an, das Bett an die Decke zu hängen. Wenn man sein Bett jederzeit loswerden kann, sodass es keinen zusätzlichen Platz einnimmt, ergeben sich neue Möglichkeiten. Ein Schlafzimmer ist dann beispielsweise nicht erforderlich. Es kann mit dem Wohnzimmer kombiniert werden. Der Raum des Schlafzimmers wird frei, sodass man dort spielen, Sport treiben oder etwas anderes tun kann. Das Projekt befindet sich derzeit in der Entwicklung, die Serienproduktion mit Ende dieses Jahres beginnt. Der Preis pro Möbeleinheit variiert zwischen 6.000 und 10.000 US-Dollar. Das letzte Bett, das wir euch heute zeigen werden, bietet jedem Schlafenden mehr Komfort. Dies liegt daran, dass sich ihre Hälften unabhängig voneinander bewegen. Dies ist vielleicht der wichtigste Vorteil, da sich die Partner in der Nacht nicht gegenseitig stören. Einer kann halb sitzen und der zweite kann auf einer flachen Matratze schlafen. Die Konstruktion kann mit einem Mobiltelefon gesteuert werden, zum Beispiel kann dadurch der Lesemodus eingeschaltet werden. Dann steigt der obere Teil des Bettes an. Der menschliche Körper nimmt eine für das Lesen geeignete Lage an. Für müde Beine ist es nach einem langen Arbeitstag leichter, wenn sie sich über dem Körper befinden. Dafür gibt es einen Modus, bei dem nur der untere Teil des Bettes angehoben wird. Die App hat auch einen Timer, mit dem man die Uhrzeit einstellen kann, zu der sich die Matratze aufrichten soll. Dies ist eine nützliche Funktion, wenn man beim Lesen oft einschläft. Magni SmartTech kann zu einem Preis von 20.000 US-Dollar gekauft werden.